und weitergehopst. In das Horizont. Im Spiel mit einem kleinen Mysterium, in dem es anscheinend um Erinnerungen geht. Aber wir wissen es noch nicht genau. Wir versuchen auf jeden Fall, ein junges Mädchen namens Anis zu finden. Ich denke mal, dass sie zumindest jung ist. Und sie ist wahrscheinlich auch verschwunden. Fußabdrücke. Ha, die Spielfestung. Fußspuren. Sie führen hierher und dann woanders hin. Das ist eigentlich Chemie. Ihres Zeichen mit das aus mitgenommen das Übungsschwert. Das ist ein Stock. Aber sie hat alles hier gelassen, was ja sehr dafür spricht, dass sie nicht losgegangen ist. Dieses Übungsschwert, das für ein kleines Kind angefertigt war, war sehr viel Gebrauch. Ich frage mich, welche Abenteuer dieses winzige Schwert erlebt hat. So im Gegensatz zu dem, wie die Mutter vorhin drauf war mit diesen doch eigentlich sehr... Oh, jetzt habe ich aus dem Trank getrunken. Mit diesen, dieses ganze mundane Leben sind die... Es hat diese, sagen wir mal, träumende Ansicht der Welt, die Alchemie an den Tag lebt, irgendwie so ein bisschen mehr, dass man wahrscheinlich meinen eigenen persönlichen Dings rangeht. Obwohl ich persönlich zu... Jo. Zu Kunst nicht so sehr dazu stehe. Was haben wir hier noch? Ist noch ein Buch? Piratenkönigin der Goldkünste, das habe ich ja schon gelesen. Verschiffungsplan des Hafens von Dingens? Von Leerwien? Geplante Abfahrten von Hafen von Leerwien, dritte Woche der 1.2. Ära 580. Die lobenswert Patrouillenboot des Elfenbrennbrigade bricht Sundas bei Sonnenaufgang auf zweiwöchige Patrouille auf. Geplante Rückkehr, zweite Woche des Regenhahns. Blinder Passagier, Piraten kennenlernen, Schiff wechseln. Zappelnder Flunder, Fischerboot, eingetragen auf Brax und Emre, bricht Midas morgen auf. Geplante Rückkehr des Verräters derselben Woche. Langweilig. Panzerrücken, Kriegsschiff der Schwarzflossenlegion, bricht Mondas mit der Mittagsflut Richtung Gideon auf. Mit denen könnten harte Schuppen sicher segeln. Ich sollte dieses Kapitel noch einmal lesen. Fidele Meerjungfrau, Handelsschiff eingetragen auf Rangdal Mori, bricht nach Abschluss der Zollinspektion auf. Ziel Anvil an der Goldküste. Verdacht auf Schmuggel für die Rotsegel. Das ist perfekt. Wenn sie im Hafen festgehalten werden, sollte ich mehr als genug Zeit haben, an Bord zu schleichen. Eine Liste mit Abfahrten. Anis war wohl reiselustig. Ich sehe unsere junge Heldin vor mir, wie sie ihre Vorstellungskraft wie einen Säbel führt und sich einen Weg durch alle möglichen Abenteuer bahnt. Ich verzehre mich nach Abenteuern. Das Spielen schenkt mir Freiheit. Ich schmiede hier Pläne. Ich stelle mir vor, wegzugehen. Zweifel halten mich zurück. Ich brauche jemanden, der an mich glaubt. So oft bin ich allein. Doch heute habe ich einen Besucher. Jemanden, dem ich vertraue. Ich gehe mit ihm. Ich war noch nie so aufgeregt. Sie spielt die Schritte nach oder lebt sie das gerade selber? Ich glaube, ich bin zum Kern der Sache vorgedrungen. Bitte hört mich an. Aber das hat sie das Wesen erschaffen durch ihre Träume? Nun, was war es denn? Man könnte sagen, ich bin in eine Rolle geschlüpft. Bei der Vorbereitung auf eine Rolle dreht sich alles darum, sie zu verstehen. Wie sie denkt, was sie fühlt. Einfach alles darüber, wer sie ist. Ich konnte mich schon immer sehr in Einzelheiten vertiefen. Und als Schauspielerin ist mir das sehr nützlich. Ja, und? Sie ist jung, oder zumindest jung geblieben. Sie ist unglücklich mit ihrem Leben, aber sie fühlt sich darin gefangen. Sie will einem Traum folgen, doch sie hat zu viel Angst, das allein zu tun. Doch jetzt hat sie Hilfe gefunden. Ja, so weit gehe ich mit. Ja, boah, wisst ihr, das ist offensichtlich. Ein Schlafplatz, aber zwei Krüge auf der Kiste, beide halb leer. Und natürlich zwei Paar Fußspuren, die nach Süden führen, in den Sumpf. Und beide haben den ganzen Weg getanzt. Wir kommen nur voran, wenn wir ihren Schritten folgen. Sollen wir auch tanzen? Boah, meine ich nicht. Dann sollten wir mal den Weg sehen. Ich weiß nicht, wen Anis hier draußen getroffen hat. Doch nichts deutet darauf hin, dass sie in Gefahr schwebte. Und dennoch, wir sollten nicht trödeln. Vielleicht läuft sie einfach wirklich nur weg. Ja, aber gut, im Prätext von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, eher unwahrscheinlich, oder? Tja, wisst ihr, wem sie getroffen hat? Nicht wirklich, oder? Jemand, dem sie genug vertraute, um etwas mit der Person zu trinken. Ich habe kaum einen Zweifel, dass sie freiwillig mitgegangen ist. Die Frage lautet, war diese Person wirklich, wer sie zu sein vorgab? Wir werden die Antwort darauf erst kennen, wenn wir sie einholen. Eine Person aus ihren Geschichten? Ihr Vater? Ha, vielleicht ist er einfach nur weg, unwahrscheinlich. Das könnte sehr wohl der Fall sein. Aber warum sollte sie ihr Bündel zurücklassen, wenn sie nicht beabsichtigt, doch irgendwann wiederzukehren?
Es gefällt mir nicht, mich in die Familienangelegenheiten von anderen einzumischen. Aber lasst uns sicherstellen, dass es ihr gut geht, bevor wir zu voreiligen Schlüssen kommen. Oder hat das Wesen nach Geschichten für sie gesucht? Oh, ich habe übrigens anscheinend auszusehen und diese Ratte erschlagen. Kommen jetzt aber die Zweiglinge her. War die vorher schon da? Wollen wir jetzt waren die Zweiglinge vorher schon da? Sind wir überhaupt schon mal Zweiglingen hier begegnet? Ich weiß nicht, wen Anys hier draußen getroffen hat. Es schwebt eine Gefahr. Oh, ist das da vorne ein Stück Zahnmeer? Banis. Eventuell ein altes Artefakt. Ah, ne, ist das ein Aliden-Ding? War das hier vorher schon da? Ich meine, da steht noch. Die Spuren führen zu dieser Ruine. Ist Anys auf Abenteuersuche hierher gekommen? Wir sollten uns umsehen. Leidische Feuerschale? Nur halt ohne. Die Asche dieser Urne ist noch nicht der Schwül des Sumpfes zum Opfer gefallen. Ein frischer Geruch von verbranntem Fleisch hängt noch zwischen den angesenkten Papierfetzen und dem geschwärzten Stoff. Oh, einer der Leichen ist verbrannt, ne? Also einer der Tinte. Trotz des Geruchs glaube ich nicht, dass das eine Urne ist. Die Asche ist zu frisch. Das ist aber sehr beunruhigend. Das ist recht reizend für eine Aleiden-Ruine. Fast schön gemütlich. Ich hätte ja beinahe Lust, ein Buch herauszuziehen und es mir mit einer Tasse Tee gemütlich zu machen, wenn dieser Ort nicht mitten in einem fauligen Sumpf läge. Die meisten dieser Bücher hätten schon lange verrotten sollen. Tja, das denke ich mir immer wieder, wenn ich irgendwo vorbeikomme. Es passiert einfach nicht. Okay, tierische Fragmente. Das Durchbrechen des Kreislaufs der Tyrannei. Die Sache von Captain Tim Wehrhai. Über Welkensteine? Das ist anscheinend ein neues Buch. Ah, komm, wir lesen das einmal. Das ist wahrscheinlich das einzige Buch, was hier nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich tue, gerade hier, ne? Ein Werk niedergeschrieben Wissens aus dem Kopf der hingebungsvollen Forschungsgelehrten Firinelle von der Magiergilde. Weitere grundlegende Informationen zu den hierin besprochenen astrogeologischen Geräten findet ihr in ätherischen Fragmenten. Ein Buch meines Mitgelehrten Savro Hallas. Das liegt drei Bücher weiter. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind die Welkensteine aileidische Gefäße, geräuschvoll bisher unbekannter Fähigkeit. Die Steine sind in der Regel begehrt als Quelle immenser traumaturgischer Macht. Über ihren Ursprung gibt es nicht viel zu berichten. Außer dass mehrere Berichte besagen, dass die Steine auf Tamrinia gefallen sind, woher sie kamen oder zu welchem Zweck sie dienen oder ob diese Steine überhaupt einen Zweck dienten, bevor die Aileiden sie für sich entdeckten, das weiß niemand. Was man jedoch weiß, diese Steine werden seit der Zeit ihrer ersten schriftlichen erwähnten Ladung von Magiern als Hilfsmittel verwendet. Welkensteine sind von der blauen Färbung und dienen in den großen Städten der Aileiden als Beleuchtung. Seit dem Fall der Aileiden werden die Steine gesammelt zu allerlei persönlichen Zwecken und Vorteilen genutzt, was nicht bedeuten soll, dass die Steine moralischen Vorliebe hätten. Sie sind Steine und werden nie etwas anderes sein. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es eine Art von Welkenstein gibt, die in diesem Buch nicht eingehend besprochen werden wird. Dieses begründet sich darin, dass über den dunklen Welkenstein zwar viel bekannt ist und jedoch gleichermaßen viel ein Rätsel aufgibt. Diese Variante speichert oftmals rein destruktive Magie. Hin und wieder explodiert sie ohne jede Provokation, was schon zur Vernichtung zahlloser Forscher und Schatzjäger führte, die sich auf ihren Expeditionen in die Städte der Aileiden gewagt hatten, um Technologien und Werke zu bergen. Offenbar verwandten die Aileiden die dunklen Welkensteine als zusätzliche Verteidigungsmaßnahmen. Aufgrund ihrer Volatilität sind diese Steine wohl bekannt bei Expeditionsgruppen, also sie wurden bisher noch nicht in einer kontrollierten Umgebung untersucht. Kurz gesagt, hat es noch nie jemand geschafft, sie unversehrt in die Schulen, Labore oder Werkstätten dieser Welt zu bringen. Welkensteine und große Welkensteine hingegen wurden eingehend untersucht und dieses gesamte Wissen findet ihr auf diesen Seiten. Das andere ist hier ätherisch, das ist das hier, ne? Von Fürstin Cinnabar von Tarnet. So manch unerfahrener Schüler tut sich schwer beim Einstieg in die Studien der Ebenen. Einer ist mein Zeitgenosse Phrastus von Illinia, der übrigens auch von der Universität von Gwynedd, wie ich gerade gelesen habe, und später zurück nach Illinia zurückgehen musste. Der Leser mit seiner selbstsüchtigen Agenda verschreckt, beginne ich gerne mit einem vorteilsfreien, konkreten Beispiel. Das Studium ätherischer Fragmente führt zwangsläufig zum umfassenden Thema der Ebenen. Natürlich habt ihr schon einmal einen Sternenschnuppe gesehen. Eine solche entsteht, wenn ein Stück von Ethereus, Ebene der Geister und Quelle der Magie, sich löst und auf Nirn herabfällt. Nach einem solchen Ereignis kann man zweierlei Materialien finden, Meteoreisen und Meteorglas. Beide verfügen über herausragende magische Potenzial. In diesem Text konzentriere ich mich auf das seltene Meteorglas, seine Verwendung in der Geschichte und seine verschiedenen Erscheinungsformen. Daliden, die Elfen, die in der ersten Ära in Cyrodiil geherrscht haben, machten regen Gebrauch von diesen Himmelssteinen. Mit Hilfe ihrer umfangreichen Verständnis der magischen Künste erschufen sie blaue Welkensteine und Valarsteine, die die Macht des Sternenlichts aus Ethereus nutzte und Magicka speicherte. Verzauberte Gegenstände aufladen, unendliches Licht erschaffen konnte. Einige beherbergten sogar Zerstörungszauber als automatische Verteidigung. Also quasi wie Seelensteine, nur ohne das ganze Zeug, was damit dranhängt.
Die Geheimnisse der Herstellung dieser Sterngefäße sind uns nicht mehr bekannt. Die Eliden bekannten sie durch Replikation und Verzauberung von Meteorglas in erheblichen Mengen erschaffen. Versuche, neue Welkensteine oder Wadersteine zu synthetisieren oder auch nur ungeladenes Meteorglas zu reproduzieren, sind fehlgeschlagen. Oft zerfallen die ursprünglichen Steine nach Experimenten zu nutzlosem Staub, was die Forschung zusätzlich erschwert und gefährliche Expeditionen in Eliden-Ruinen erforderlich macht. Die moderne goldfarbene Malandusteine und Kulundasteine ähneln blau mit Eliden-Fragmenten. Sie wurden von den Hochelfen erschaffen oder entdeckt und sind zumeist auf der Sommerinsel zu finden. Die wiederaufladbaren Malandusteine können von Zauberern als Quelle von Magicka angezapft und zur Wiederherstellung von Ladung verzauberter Gegenstände verwendet werden. Kulandasteine erzeugen ein helles, goldfarbenes Licht. Sie können magische Effekte auslösen oder Magicka speichern, werden bei der Verwendung oder Leerung jedoch immer zerstört. Vielleicht schlussst du auf Behauptung von Phrastus, der blind ist vor Liebe zur elfischen Kultur, dass die Altmann die Geheimnisse der Eliden entschlüsselt und verbessert haben. Er behauptet sogar, dass die Malandosteine und Kulundasteine abbauen wie ein Bauer sein Getreide. Die vernünftige Theorie lautet, dass durch Experimente mit Elidensteinen und unbearbeitetem Meteorglas eine zuverlässige Methode des Wiederauflands entdeckt wurde. Himmelsprismen, eine weitere Art ätherischer Fragmente, brechen in Stücke, wenn sie während bestimmter Mondzyklen auf Nirn herabfallen. Wenn drei Stücke aufeinandertreffen, formen sie auf eine unbekannte Weise ein silberfarbenes Prisma. Die Macht, die diese Verschmelzung freigesetzt hat, übertragen sie auf ein Wesen in der Nähe. Wie andere Himmelssteine sind auch sie relativ selten. Man kommt nur schwierig an Proben, die man untersuchen kann. Auch wenn sie vom Himmel stammen, so werden sie häufig im Untergrund gefunden. Vermutlich empfanden die Bewohner der Tiefe ihre lichtspendende Eigenschaft als überaus nützlich. Ich hoffe, dass man durch genug Studium Experimente in Erfahrung bringen wird, wie man diese nützlichen Gegenstände herstellen kann und dadurch zu einem umfassenden Verständnis der Ebene und ihrer Macht gelangt. Interessant, dass es wiederaufladbare Steine gibt und dass die nie als Mannertrank verwendet werden. Die Sage von Kapitän Werheim, Part 3. Boah, das ist richtig lang. Also heute ist großer Lesetag. Die Sage von Kapitän Werheim, Band 3. Mehrere Seiten wurden von diesen herausgerissen. Kaum, dass wir die Oberfläche der gefrorenen Insel erreicht hatten, hallte auch schon die finsteren Worte von Prinz Vaugere durch die Luft über uns herum. Es klang, als würden die frostigen Worte seine Worte sprechen. Dies ist mein Schatz, Sterbliche, mein Vermächtnis. Ihr werdet ihr mir nichts stehlen. Die mächtigen Winde des Nordes dienen mir. Doch als wir die ausgefallenen Laderampen der fahler Geist heraufeilten, unsere Beute in Schlepptau, nahm kein weiterer Gedrauge aus dem versunkenen Grab für die Verfolgung auf. Mit der Eile, die einer erfahrenen Piratenmannschaft angemessen ist, die mit einem geplünderten Schatz auf der Flucht ist, machten wir das Wehrheiß mächtige Schiff bereit zum Ablegen. Beschützt von Piraten mit Langbögen und mit einem Bauch voller Schätze eines langen, toten Draugerprinzen, hissten die fahler Geist ihr tiefrotes Segel. Wir liefen die gefrorenen Inseln und ihren versunkenen Grabhüse hinter uns, begleitet von neuen Schneeflocken der nordischen Brise, die unsere Segel blähten. Und doch waren wir dem Wasser der Insel kaum entkommen, als die Winde uns im Stich ließen. Die einst tosenden Wellen von Himmelsrandküste wurden ein ruhiger See, so ruhig, dass selbst erfahrene Augen sie mit Glas verwechseln konnten. Es gab kein Geräusch, kein Wind, sogar das Schlagen der Wellen gegen die Bug der Geist verstummte. Uns auf dem mächtigen Schiff kam es vor, als stünde die Zeit still, aber ich befürchtete ein noch grauenhafteres Schicksal. Prinz Vaugere hatte, ganz so wie er angedroht hatte, die Winde des Norden zum Schweigen gebracht. Wir konnten zwar rudern, aber das war ein anstrengendes und langsames Unterfangen. Es könnte Tage dauern, sogar Wochen, bevor wir es in die Küste schafften, und der Bauch der fahlen Geist war beladen mit Gold, nicht mit Vorräten. Gold konnten wir nicht essen. Würden wir uns auf diesem ruhigen Meer verhungern, während uns die grausam leuchtenden Augen von Prinz Vaugere aus dem versinkenden Grabmal zusahen? Nein, verkündete Kapitän Werheim, noch sind wir nicht besiegt. Ich habe das Juwel des bestatteten Prinzen geborgen und zusammen mit den Schriftrollen, die wir auf der Insel des Roten Nebels fanden, werden wir diese Hexerei besiegen. Wir Piraten jubelten und niemand lauter als die mächtige Filika. Unser Kapitän hatte uns noch nie im Stich gelassen, ganz egal, wie finster die Lage auch gewesen war. Und ich hatte keinerlei Befürchtung, dass es dieses Mal anders sein würde. Prinz Vaugere mochte uralt und mächtig sein, doch Kapitän Werheim war der gewichtigste Kapitän, unter dem ich je gesegelt war. Mit einer Verbeugung und unerschrockenen Winken zog sich Kapitän Werheim und Knackzack, die Kannibalenpriesterin, in die Privatquartiere des Werheims zurück. Gemeinsam, so versicherte uns der Kapitän, würde er und die Exilkönigin der Inseln des Roten Nebels die Magie bändigen, die uns zur Flucht behelfen würde. Als uns Kapitän und der Königin der Knochen sich ans Werk machte, gab es für den Rest von uns keinerlei Beschäftigung. Vimi spielte ein lustiges Lied auf ihrer Flöte, während Neramo Funken der Magie in die leere Luft steuerte, fest entschlossen, das Problem selbst zu lösen. Andere bestätigten sich im Armdrücken oder im Würfeln, und die Geschäftigten unter uns schrubbten unter wachsamem Auge der mächtigen Flicker das Blut vom Deck und überprüften die Takelage und die Segel. Wenn der Wind zurückkehrte und wir waren uns sicher, dass er das tun würde, musste die Geist in Bestform sein. Stunden vergingen. Aus dem Morgen wurde Mittag und schon bald teilte Galina zwei Narben und die beiden schweigsamen Bosmer, die sie stets begleiteten, die Tagesration aus. Wir aßen zu schnell und prahlten zu laus, da die ohrenbetäubende Stille des ruhigen Meeres alle Angst machte. Sogar Wimmys lustiges Lied wurde traurig und dann hörte man das Flattern der Segel oder das Knarren von Holz, der Geräusch von Gischt, die gegen das Bug schlugen. Wir fuhren. Wie aufgeregte Kinder, die an Mauern von Dolchsturz eilten, um ein nahendes Narrenfest zu bejubeln, drückte ich mich zusammen mit den anderen Piraten in die Reling der fahlen Geist. Die fahle Geist fuhr, die Gischt spritzte mir im Bug, aber unsere Segel blieben leer.
Wie konnten wir ohne Wind segeln? Galena 2 nahm, rief freudig erregt vom Hinterschiff und winkte uns zu sich. Wir liefen nach Achtern und sahen zwei gewaltige Panzer unter den Wellen und die Wellen und Tosenbewegungen von Flossen, die so groß waren wie unser Landungsboot. Ich traute meinen Augen nicht. Riesige Meeresschildkröten. Irgendwie hatte Kapitän Wehrhahn knackzack die Kannibalenpriester es geschafft, die uralte Meerestitanen herbeizurufen. Die Schildkröten schoben die Fahlergeister in einer Geschwindigkeit an, mit der es nicht einmal die Winde aufnehmen konnten. Als wir voller Ehrfurcht zuhören, kam Kapitän Wehrhahn die Königin der Knochen mit zersausten Gewändern aus seinen Privatquartieren. Ihre Gesichter waren gerötet, ob kürzlicher Anstrengung. Erst da erinnerte ich mich an Erzählungen über die Rituale, die die Insel des Roten Nebels praktiziert wurden. Ihre Geschichte ist möglicherweise zu bekannt für einen Bericht wie diesen hier. Was auch immer der Kapitän die Priesterin in Privatquartieren des Wehrhahns gezaubert hatten, es hatte funktioniert. Mit einem breiten Grinsen ihrer strahlenden gelben Zähne strich knackzack die klappernden Knochentalisman ihrer Haare beiseite, bevor sie auf das Meer zeigt. Seht, ihr einfachen Piraten, die uralten Matronen des Meeres, Knornase und Stahlflosse. Das Geschick des Kapitäns hat unsere Hilfe gespeichert. Und wo das Nacht sein würde, bevor wir die Küste erreichten hatten, wurde ich bereits aus unserer ruhigen See entkommen wurden. Dieses Buch ist zerlesen, aber nicht sehr alt. In Anbetracht seines Inhalts würde ich wetten, es gehört Anys. Vor allem, sind wir, haben wir die Fahle Geist nicht auch schon gefunden? Und der Welkenstein? Verbranntes Papier. Sind immer schwarze. In dieser Feuerschale sind Papierfetzen, aber die meisten dieser Bücher sind als Zunder zu feucht. Tja. Ich glaube, dass Anys hierher gekommen ist und eine Art Ritual durchgeführt hat. Und zwar keines von der Sorte, die einer übereifrigen Fantasie entspringt. Wem auch immer sie hierher gefolgt ist, er hat sie überzeugt, an diesem Ort ein Opfer darzubringen. Aber ich denke, sie ist erst verschwunden, nachdem die anderen verschwunden waren. Ich bin mir sicher, dieser zerlesene Abenteuerroman war für Anys ein kostbarer Besitz. Sie hätte nicht einfach nur zum Spaß Seiten aus ihm herausgerissen. Sie hat sie zusammen mit ihrem eigenen Blut zu irgendeinem rituellen Zweck in dieser Feuerschale verbrannt. Aber warum? Dädrische Rituale standen zwar nicht auf meinem Stundenplan am Kolleg der Sapjarchen, aber ich habe lange genug Magie studiert, um diese Sache zu enträtseln. Die Chancen stehen gut, dass Anys wie die anderen auch in die Stadt zurückkehren wird. Falls sie das tut, stellt sie deswegen zur Rede. Na gut, dann machen wir es am Rückweg. Falls Anys nach Baos Eck zurückkehrt, dann seid vorsichtig, wenn ihr sie zur Rede stellt. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass sie zu drastischen Schritten greift und sich selbst schadet. Wie es bei jenen geschah, die ihr vorausgingen. Was, wenn diejenige, der ihnen hier geführt hat, wiederkommt? Ihr befürchtet, meine spitze Zunge reicht nicht aus, um mir Ärger vom Leib zu halten? Ich bin gekränkt. Vertraut mir, wenn ich sage, dass ich weiß, wie ich einen dramatischen Abgang hinlege, falls das nötig werden sollte. Aber rechnet mit dem Schlimmsten, falls ich nicht in einem kleinen Weilchen wieder in der Stadt auftauche. Interessant. Aber haben die anderen dann auch dieses Ritual gemacht? Haben die anderen sich auch der Vergangenheit erinnert? Also ist das Gleiche passiert? Haben sie auch das jeweils geopfert? Oder ist Anys der Anfang der ganzen Geschichte? Aber eigentlich spricht ja viel dafür, dass die anderen ebenfalls ein Stück... Ja, aber warum? Da ist Anys. Anys! Alles in Ordnung? Anys, eure Mutter hat überall nach euch gesucht. Wo wart ihr? Ach, ich bin wieder weggelaufen. Alles klar? Seid froh, dass ich zurückgekommen bin. Sie ist zurück. Sie ist sicher. Es fühlt sich an, als würde man mein Herz aus einer Schraubzwinge befreien. Entschuldigt, dass ich euch einen von Anyses Wutausbrüchen aufgebürdet habe. Die ist übrigens wesentlich älter, als ich gedacht habe, dass sie ist. Nun, sie verhält sich auf jeden Fall wie Anys. Ich werde sie trotzdem im Auge behalten. Wie dein Bruder? Kann ich nicht sicher sagen. Sie ist gerade erst zurückgekehrt und ich kann nicht gerade behaupten, das Mädchen und ich hätten uns nahe gestanden. Ich würde einfach vom Schlimmsten ausgehen, wenn es euch gleich ist. Naja, das ihr Hiese. Ich will ja gern glauben, dass es wirklich Anys ist, aber ich sehe einfach immer meine Schwester, wenn ich sie betrachte. Bitte, ihr müsst dieser Sache ein Ende machen. Ich kann mein Leben nicht damit zubringen, ständig Blicke über meine Schulter werfen zu müssen. Woran merkt er das? Das kann ich nicht sagen. Nur so ein Bauchgefühl. Wir müssen sie noch eine Weile im Auge behalten, um es mit Sicherheit sagen zu können.
Wenn sie wie Sylle ist, sieht man es an den Augen. Merkt euch meine Worte. Aha.